Hallo liebe Pixel zu Pixies, mein Name ist Aha und herzlich willkommen zurück zu Terraforming Mars. So, wir haben 24 Credits zur Verfügung. Die Karte wollte ich als zweites ausspielen, weil die 3 Mega-Credit-Produktion jede Runde lohnt sich halt vor allem, wenn die früh im Spiel haben. Und dann, ja, würde ich mal sagen, nutzen wir die Callisto-Strafmine. Ums. Die muss jetzt also 9 Runden laufen, theoretisch, damit sie sich lohnt. So wird es wahrscheinlich wohl nicht funktionieren, aber ja. Passt schon. So, wir überspringen die zweite Aktion. Genau. Die anderen sind dran. Die Landnahme, auch schöne Karte für 1. Er kann sich jetzt irgendein Gebiet markieren und das kann jetzt keiner mehr nehmen. Hier. Richtig schön, beide geärgert. Richtig, richtig schön. Ach ja. Ach, witzig. Sehr witzig. So, Gelb ist dran. So. Ich bin dran. Ihr seht, alles grau. Ich kann mir nichts mehr leisten. Ich habe auch nichts mehr übrig. Ich sollte wirklich in die nächste Runde gehen. Darum passe ich jetzt mal. Dann sind die anderen dran. Rot hat auch gepasst. Violett. Violett hat auch gepasst. Gelb hat auch schon gepasst. Das ist doch wunderbar. Dann habe ich hier 24 Credits zur Verfügung, aber eine ganze Menge Stahl und Titan. Und den starken Wurmwandeln. Ein Stahl in 5 Credits. Das sollten wir im Kopf behalten. So. Geht es jetzt gleich los mit dem Drafting. Wir sind jetzt in Generation 4. Generation 4. So. Wir haben die Lavaströme. Das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Also, Lavaströme sagen, ich kann irgendwo dieses. Erhöht die Temperatur um 4 Grad Celsius. Platziert dieses Plättchen entweder auf Tarsis, Tholos oder Askreasus, Mons. Askreasus Mons, ja, oder Pavonis Mons oder Arsia Mons. So, können wir mal kurz gucken. Pavonis Mons ist schon weg, Arsis Mons ist schon weg. Wir haben noch Askreanus Mons und Tarsis Tholos. Für mich wäre interessant Tarsis Tholos. Ich bin aber der Letzte in der Runde. Gut, Tarsis Tholos wird wahrscheinlich keiner wegnehmen. Die Region bleibt auch gerne lange noch unsiedelt. Also das kann ich mir, könnte ich mir nehmen. Dann würde ich einen Stahl bekommen und eine Stahlproduktion und ich würde den Wert hier um 2 erhöhen. Das ist natürlich cool. Kann ich aber nur machen, wenn ich im selben Zug nochmal den Wert um 1 erhöhe, damit ich dann da auch rankomme oder wenn jemand anders schon mal vorher um 1 erhöht hat. Ansonsten schieße ich mir selber ins Knie. Okay, so, das wäre das eine. So, dann haben wir zur Auswahl hier noch den die Mars Rover Entwicklung. Immer wenn ein Stadtplättchen platziert wird, erhältst du 2. Jetzt ist das Problem, haben wir schon eine ganze Menge Stadtplättchen platziert. Ich meine, es ist auch ein Siegpunkt. Es ist halt nur ein Effekt. Es kann allerdings sein, dass gerade bei schon so viel platziert wurde und noch mehr platziert wird. Also haben wir schon 4, 5. 5 ist ja schon echt krass. So früh im Spiel. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück. Und das Wichtigste für mich sind die Lavaströme. Da kriege ich echt was geboten fürs Geld. Genau. Irgendeinen Tod muss man leider immer sterben. Das ist ein bisschen das Problem. So, platziere 4 Ozeanplättchen. Falls an dieses, platziere ein Ozeanplättchen. 4 wäre natürlich krass. 1. Falls an dieses Plättchen ein anderes Plättchen angrenzt, darfst du von einem der Besitzer eines dieser Plättchen 4 Mega-Credits entfernen. Ich versuche nur entfernen. Ich kriege sie halt leider nicht. Das ist cool, das Entwicklungszentrum. Da zahle ich einen Strom. Also nicht einen Stromproduktion, sondern einen Strom und kriege dafür eine Karte kostenlos. Das kann cool sein. Und es ist halt noch ein Wissenschaftssymbol und noch ein Bausymbol. Ja. Und der
thermoelektrische Generator. Das ist natürlich witzig, weil er hier die Produktion von Wärme um 2 verringert bei einem anderen Spiel. Senke eine beliebige Wärmeproduktion um 2, erhöhe deine Energieproduktion um 1. Also ich krieg ein Energiesymbol. Ja, ich krieg vor allem das, das ist wichtig. Das kostet mich 9 für 1 und ich kann halt einen Gegner ärgern. Können wir mal kurz gucken. Spielerstatus, was gibt es denn hier so? Du hast keine Wärmeproduktion. Du hast keine Wärmeproduktion. Du hast keine Wärmeproduktion. Da ist das noch so. Ja, der hat eine von 1. Kann ich ein bisschen ärgern. Ja, 0, 0. Ja, so. Ja. Also ist die Frage, das oder das. Und ich finde das ein bisschen besser. Das ist auch cool. Ach ja, man muss natürlich auch irgendein Turm muss man sterben. Aber ich könnte das nehmen. Tatsächlich, anstatt das. Dann kann ich nämlich hier oben oder da unten was platzieren. Dann kriege ich die dementsprechenden Ressourcen. Und ich erhöhe meine Stahlproduktion um 1. Also zurücklegen. So. Ah, das Sperrgebiet. Auch nicht schlecht. Bezahle 1. Damit hätte ich auch eine Karte, die ich. Das ist gar nicht so schlecht. Damit kann ich was platzieren. Platziere dieses Plättchen. Mehr ist es nicht. Und die Aktion, die es ist, ich bezahle 2 und ziehe eine Karte. Das ist nett, wenn man mal 2 übrig hat. Das machen will. Das ist auch nett. Also meine Stahlproduktion, wenn mir jetzt jemand die Stahlproduktion um 1 verringert, was passieren kann, ist es doof, aber ja, puh. Das ist mir eher wert, genau. Zurücklegen. Okay, was haben wir denn jetzt alles bekommen? Achso, okay, das kann man vergessen. Also nehmen wir die 3. Haben wir auch noch ein Wissenschaftssymbol mehr. Also wir gehen hier auf jeden Fall auf die Auszeichnung Wissenschaftler und Bergmann wahrscheinlich. Das würde mich nochmal Geld kosten, aber die 9 muss ich jetzt investieren. Puh, dann habe ich nur noch 15 übrig. Plus 5, die ich wieder raufpacken kann. Ist nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber gut. Es geht. So, dann die zweite Aktion. Ja, er spielt den Mars Rover, natürlich. Himmel. Ja, der ist schon cool, aber. Andererseits, bevor der sich. Also, der kostet halt 11. Und du musst halt. Es muss halt 5 Städte müssen halt noch gebaut werden. Ach, oh. Das ist natürlich krass. Ach. Jetzt geht's ab. 2 Ozeane. Das auch 2 Terraforming-Werte. Plus hier 2 Terraforming-Werte, was natürlich super cool ist. Boah, da ist ja hier um 4 Terraforming-Werte nach oben gegangen. Das finde ich krass. So, Shanghai ist dran. Die werden sich jetzt ärgern. Die haben jetzt nämlich gerade eine Karte gespielt, die sagt, immer wenn Ozeanplättchen ausgespielt wird, kriegen sie 2 Pflanzen. Und ab 8 Pflanzen kriegt man einen Wald. Deswegen ärgert die das, weil der Wald aktuell auch noch immer sagt, die Produktion von Sauerstoff wird um 1 erhöht. Das heißt aber auch 5, wir sind hier knapp da an 5. An 5 Gewässern. Das heißt, viele Karten brauchen das. Wir haben jetzt auch gleich 5, so muss man es fairerweise sagen. Okay, wie wollen wir das denn jetzt spielen? So, also ich würde sagen, wir fangen erstmal hier mit der Aktion an. Aber ich nehme nicht genug Gold, um noch was anderes zu machen. Weil ich glaube, diese Runde ist es am sinnvollsten. Wir spielen das. Genau. Ja, das wäre natürlich auch cool. Aber ich glaube, das ist noch ein Stück cooler. Gerade. Genau. Ziehen das. Hier. Erhöht meine Stahlproduktion um 1. Und da 2. So, ich habe keine Aktion mehr übrig und muss jetzt den Zug beenden. Ach, das ist auch lustig. Für 7 kann er die Stahlproduktion einfach einmal pro Runde um 1 erhöhen. Das
Transporter natürlich genau dazwischen. Ja, wunderbar. Da, wo es nur stört. Nett. Finde ich aber, das lohnt sich nicht, weil der Stahl, den man zuletzt erhöht hat, muss halt wenigstens 4 Runden produziert werden. Also, der Bauherr ist schon verbraucht. Der Bürgermeister, der Bauherr, da bin ich eindeutig weit vorne. Ah, da ist es, da ist es. Das vierte. Ha. Jetzt kann ich halt das machen und nächste Runde kann ich mich dann hier rum kümmern. So. Das machen wir natürlich für null. Okay, ich überspringe meine zweite Aktion. Ich habe aber damit bei den Symbolen 6 von 8 benötigten Symbolen. Ja, dann ist meine Runde zu Ende. Ich sage, beenden wir auch dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß beim Terraformen des Mars und viel Erfolg wünscht euch euer Terraforming-Enthusiast. Aha!